Eine Sache, die mich beim Bullet Journaling etwas stört, ist, dass man bei jedem neuen Monat die Kalender, die Habit Tracker und andere Seiten immer wieder aufs Neue zeichnen muss, wenn man sein Journal wirklich persönlich und ansprechender machen möchte. Weil ich von Notion schon vieles von meinem Leben rein integriert habe, habe ich mich gefragt, wie wäre es eigentlich auch mit einem Bullet Journal? Nennen wir es Bullet Typing. Na gut, den Namen überlegen wir uns noch. Wie das aussieht und welche Vor- und Nachteile es hat, wirst du in diesem Video sehen. Falls du neu bist auf dem Kanal, ich bin Andi, Student, Neuling in der Notion-Welt und versuche mit euch das Beste aus unserem Leben herauszuholen, weshalb ein Abo auf diesem Kanal echt praktisch wäre, um nichts zu verpassen. Aber komm, jetzt ab zum Bullet-Type-Journal, lassen wir das. Der Aufbau ist eigentlich recht simpel gehalten, mit einem Future-Log oder auch Monatsrückblick genannt, mit einer kurzen Betrachtung des letzten Monats bezogen auf die vier wichtigen Lebensbereiche: Happiness, Relationship, Health und Wealth. Und wenn man möchte, kann man auch dem Monat eine Punktzahl geben von 0 bis 10, je nachdem, wie gut der Monat für euch gewesen ist. Weiter unten seht ihr die Monatsreviews. Darin befinden sich die einzelnen Tages- und Wocheneinträge, aber dazu später mehr. Ganz unten ist ein Year-Review, also ein Jahresrückblick zu finden. Dabei habe ich mir das Template von Ali Abdal genommen, weil es mir einfach gefällt und einfach sehr umfangreich ist. Also mal gucken, was am Ende des Jahres dabei rumkommt. Wenn ihr genau drauf geschaut habt, seht ihr so kleine rote Kästchen, wie zum Beispiel hier, hier oder hier. Die sind dazu da, um abgeschlossene Monate zum Beispiel zu archivieren, damit ihr nur das Aktuellste seht und nicht lange rumsuchen müsst. Dazu nehmt ihr einfach den Monat zum Beispiel, schiebt das auf das rote Ding drauf und schon ist es in dem Archiv drin, sodass ihr, wenn ihr Zeit und Lust habt, einfach in den Archiv reinschauen könnt und so vergangene Tage wiederbeleben könnt. Praktisch! Dieses Prinzip ist auch in den einzelnen Monaten zu finden. Da haben wir einmal den Wochenüberblick, die Monthly Projects, den Monthly Practice und den Habit Tracker. Das basiert eigentlich alles auf Tabellen, wo man einfach alles Mögliche reinschreiben kann, um so die Übersicht zu bewahren. Der Wochenrückblick ist wie folgt aufgebaut. Du hast hier erstmal so zwei Abschnitte, das sind zwei Tabellen, einmal für Morning und einmal für Night, wo man dann unterschiedliche Sachen reinschreiben kann. Und am Ende nochmal einen Daily Summary Teil, wo du dann deine Tageshighlights nochmal gesondert aufschreibst, um nur die Highlights quasi zusammenzufassen. Zu den Tageshighlights kannst du wirklich alles erzählen. Selbst eine Gaming-Session, die für manch anderer nicht so produktiv und wirklich sinnvoll erscheint, ist für mich auf jeden Fall ein wichtiger Ausgleich zwischen den ganzen schwierigen Situationen im Alltag. Also nur zu. Und sobald du fertig bist mit dem Tageshighlight, kannst du dann dieser Seite noch einen Tag hinzufügen und bei dem Tag Done ist dann diese Seite nicht mehr in deiner Tabelle zu sehen, wie du hier siehst, sodass du nur die aktuellste Seite und den aktuellsten Tag vor dir hast. Falls dir diese Wochenansicht nicht gefällt, gibt es hier so einen kleinen Button, wo du dann jeden Tag eine neue Seite erschaffen kannst, wie so eine kleine Tagebuchseite, um dort deine Sachen niederzuschreiben. Am Ende dieser Woche gibt es noch einen Wochenrückblick, wo man dann seine fehlenden Aufgaben und To-Dos erledigen kann und ganz zum Schluss noch eine Seite, wo man die Woche Revue passieren lässt, um zu schauen, ist die gut gewesen, was hätte man besser machen können, um dann sich zum Schluss noch ein paar Aufgaben und To-Dos für die nächste Woche aufzustellen, um so seine Ziele von einer Bucketliste zum Beispiel wirklich zu verfolgen. Zurück auf der Monatsüberblickseite gehe ich kurz auf die Monthly Projects ein. Diese beinhaltet eigentlich nur die Projekte, die man sich für diesen Monat vorgenommen hat und am besten verbindet man das direkt mit einer To-Do-Liste, sodass man dann direkt für diese einzelnen Projekte sich Aufgaben und To-Dos aufstellt, um diese Projekte fertig zu machen. Dagegen dient der Monthly Practice einfach dazu, sich daran zu erinnern, im Hier und Jetzt zu leben und glücklicher zu sein in dieser verrückten Zeit mit Übungen zur Dankbarkeit oder dergleichen. Und zu guter Letzt ein Habit Tracker, einfach implementiert als Tabelle, wo man hier seine einzelnen Habits benennen kann und abhaken kann, wenn man sie am Ende des Tages geschafft hat. Notion bietet dazu noch sogar eine kleine Funktion, wo man dann berechnen lassen kann, wie oft man diesen Habit gemacht hat und wie oft man alle Habits zum Beispiel an einem Tag gemacht hat. So kann man gucken, wie gut dieser Tag zum Beispiel bezüglich der Habits gelaufen ist. Und ja, damit ist es für mich wesentlich einfacher und schneller, meine Zeit zu begutachten und zu planen, was in der nächsten Zeit so ansteht, weil ich alles so auf einem Fleck habe und nicht immer vom Computer zum Buch hin und her wechseln muss. Aber die Gefahr, die Dinge einfach so ohne Verstand reinzuschreiben, ist auf jeden Fall da, weil es halt einfach so schnell und einfach geht, als dass man sich Zeit nimmt, wirklich alles schriftlich aufzuschreiben.
Ich werde wohl erstmal mit dieser Variante weiterfahren, um da konsistent zu bleiben. Aber wie ihr das machen wollt, will ich gar nicht entscheiden. Deshalb teile ich mit euch dieses Template, damit ihr die Möglichkeit habt, euch das mal anzuschauen und euch selber davon ein Bild zu machen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und schreibt mir gerne ein paar Kommentare, was ihr davon haltet oder was man da verbessern kann. Denn nur so kann man zusammenwachsen. Warum ich überhaupt ein Bullet Journal führe und was der mir bringt, findest du in diesem Video. Und damit wünsche ich euch einen guten Start in den neuen Monat. Macht's gut!